Eine der größten Neuerungen in Logic 11 sind mit Sicherheit die neuen Session-Musiker, insbesondere der Session-Keyboarder. Er ist dein neuer Co-Songwriter und hilft dir beim Songs arrangieren und produzieren. In diesem Tutorial gebe ich dir einen intensiven Einblick in den Session Keyboarder und zeige dir, wie du ihn optimal für deine Produktion nutzen kannst. Dieses Video ist Teil meines neuen Minikurses über das Logic Pro 11 Update, der nächste Woche erscheint. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem neuen Session Keyboarder. Da du jetzt die Basics des Session Keyboarders kennst, zeige ich dir jetzt ein bisschen mehr die Advanced Controls dieses Plugins hier. Und wir starten mit den verschiedenen Panels oder Reitern hier oben. Das hier ist der Hauptpanel, in dem wirst du dich hauptsächlich aufhalten. Es gibt auch noch einen Details-Tab, der über wesentlich weniger Parameter verfügt. Hier sind zum Beispiel Vorschlagsnoten. Das musste ich tatsächlich selber nochmal nachgucken. Wir als Schlagzeuger sagen dazu Flams. Ja, Vorschlagsnoten, eine kleine kurze Note, die vor die Hauptnote kommt. Die kannst du hier zuschalten oder eben komplett vermeiden. Du kannst die Dynamik und das Feel des Session Keyboarders einstellen und humanisieren, dass er vielleicht ein bisschen mehr Fehler macht, nicht genau auf dem Grid sitzt, also genau auf dem Raster sitzt. Und hier kannst du Tempo-Einstellungen vornehmen, also ob er nur halb so schnell spielt, ob er doppelt so schnell spielt oder du lässt es automatisch feststellen. Ich lasse es meistens immer auf Standard. Hier manuell, das kennst du schon vom Session Drummer oder ich glaube beim Session Bassist habe ich es gezeigt. Hier kannst du eigene Patterns eingeben und er wird genau diese Pattern dann hier auch so spielen. Hauptsächlich wirst du dich aber hier im Main Tab aufhalten. Behalte bitte auch im Hinterkopf, dass ich mir als erstes, bevor ich dieses Arrangement hier angelegt habe, mir eine Arrangement-Spur hier oben festgelegt habe. Also aus Intro, Strophe und Chorus bestehend, jetzt bei diesem Arrangement hier. Und ich hatte dir im letzten Video in der Einleitung, falls du es noch nicht geschaut hast, solltest du es unbedingt schauen, hatte ich dir auch schon erklärt, wie gut das Zusammenspiel dieser Akkordspur, die beiden globalen Spuren, Arrangement und Akkord funktioniert. Und wenn du jetzt hier mal beobachtest, was passiert, wenn ich hier durch die einzelnen Regionen klicke, also Intro, Strophe und Chorus, und du beobachtest hier unten das Hauptpanel und diese Region hier vergrößert, dann wirst du sehen, wie sich die Einstellungen ändern. Ja, er passt nämlich zum Beispiel Komplexität und Intensität in der Strophe jetzt an oder auch im Chorus. Ja, das heißt, durch diese Arrangement-Spur, die ich hier angelegt habe, weiß er jetzt, das ist der Chorus und hat hier die Intensität zum Beispiel im Gegensatz zum Intro weit nach oben gefahren. Ja, also das macht er schon automatisch, aber nichtsdestotrotz können wir natürlich auch noch genauere Feineinstellungen manuell vornehmen. Ich bleibe hier mal beim Intro und wir schauen uns diese beiden Hände hier an. Das ist die logischerweise linke und rechte Hand von dem Piano-Player, von unserem Session-Pianist. Und jetzt kannst du die Range hier vergrößern. Das heißt, dass die rechte Hand über mehr Lagen, über mehr Oktaven spielt. Und du siehst schon, wie sich jetzt die Range hier auch verändert. Lass uns mal in die Extreme gehen. Also er soll jetzt alle Oktaven ausnutzen, die sein Instrument zur Verfügung hat. Und dann würde das Intro so klingen. Das ist ein bisschen viel, ein bisschen übertrieben jetzt. Deswegen gehe ich langsam wieder zurück und du wirst sehen, wie er dann die Performance anpasst. Ja, und nochmal, du siehst auch hier in der Strophe hat er das hier angepasst und auch im Chorus, wo er die Range weitergemacht hat. Ich lasse es jetzt mal so. Aber damit nicht genug, du kannst noch weitere Einstellungen beider Hände oder zu beiden Händen vornehmen. Wir können zum Beispiel hier die Intonation verändern. Im Moment spielt der Grundton Quinte und Oktave. Ich könnte ja auch nur Oktave einfügen, wenn ich möchte, oder Oktave spielen. Und vom Stil her könnte ich jetzt auch mehr spielen lassen, die linke Hand. Zum Beispiel, dass er der rechten Hand folgt, dass er sehr komplex spielt, dass er nur Sustain spielt oder kontinuierliche Achtel. Hören wir uns das mal an. Also die linke Hand, die Basshand, soll jetzt kontinuierliche Achtel spielen. Ich gehe mal hier weiter runter. Das ist nicht so dolle jetzt, ne? Würde ich sagen, klingt ein bisschen nervig. Er hat jetzt nicht alle Achtel gespielt, weil hier die Intensität und Komplexität nicht ganz oben ist. Die erkläre ich dir gleich noch. Wir können auch komplex machen, ne? Dass er hier komplett freidreht und sehr viel spielt. Ja. Oder wir lassen es einfach
hier nur Sustain-Noten, dann spielt er also nur ganze Noten in der linken Hand. Okay, du siehst also, du hast hier wahnsinnig viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich mache es jetzt aber so, dass ich sie auf moderat, also auf mittel einfach lasse hier fürs Intro. Und wir gehen mal weiter zur rechten Hand. Hier kannst du auch einiges einstellen, und zwar wie viel Stimmen gespielt werden sollen. 2 Stimmen oder 4 plus Stimmen, ganzer Akkord, 3 Stimmen und so weiter. Ich lasse es jetzt mal hier auf 2 Stimmen und wir können den Satz bestimmen. Das heißt also, über welchen Bereich, über welche Lagen er spielt, über nur minimalen Bereiche jetzt seine Noten spielt oder den Satz über einen riesig großen Bereich spielt. Jetzt siehst du schon, er geht jetzt also mehr über die Tastatur wieder drüber. Oder eben im mittleren Bereich. Das kannst du alles, und zwar für jede einzelne Region, für jeden einzelnen Songpart festlegen. Ich lasse es jetzt hier mal fürs Intro erstmal in einem kleinen Bereich. Und wir gehen weiter hier zu den Rhythmus-Pattern. Was wir im Moment eingestellt haben, ist dem Akkordrhythmus zu folgen. Das bedeutet, dass er rhythmisch sich orientiert an den Akkorden. Ja, hier wird gewechselt, Takt 2 wird gewechselt, Takt 3, Takt 4... Takt 3,5 oder hier zu der letzten 16. wird gewechselt. Da hält er sich jetzt dran und versucht, diesem Rhythmus der Akkorde zu folgen. Das musst du aber nicht machen. Du kannst auch andere Pattern ausprobieren. Das mache ich jetzt mal. Also er folgt jetzt nicht mehr den Akkorden, wenn ich das hier unten ausschalte, sondern er wird jetzt hier, das ausgewählte Pattern, wird er jetzt den Rhythmus hier anpassen. Passt nicht immer alles, dann muss man ein bisschen rumprobieren. Also hier hast du nochmal eine Möglichkeit, feiner einzustellen. Ich lasse jetzt mal aber auf Akkorde folgen zunächst mal. Was du auch machen kannst, ähnlich wie bei der Groove-Spur, die du aus Logic, aus den vorherigen Logic-Versionen schon kennst, wo du zum Beispiel einem Bassisten, einem Drummer folgen lassen kannst, kannst du hier auch einer Spur folgen lassen. Ich habe jetzt hier keine Spur, aber wenn ich jetzt hier Drums hätte oder zum Beispiel einen Bass, dann würde er rhythmisch diesem Instrument, das ich hier als Groove Master, sage ich mal, vorgeben würde, dann würde er dem folgen, was auch sehr, sehr nützlich sein kann. Machen wir weiter mit Komplexität und Intensität. Mit Komplexität bestimmst du, wie aktiv der Spieler sozusagen ist, also wie viele Figuren er spielt oder ob er mehr Sustain spielt. Und mit Intensität würde ich mal als Anschlagsstärke bezeichnen. Und du wirst das hier sehen, wenn ich jetzt die Komplexität hochfahre und auch die Intensität, dann spielt er komplexer, also rhythmisch kompliziertere Pattern. Und die Intensität bestimmt die Anschlagsstärke, wird dann auch lauter, also mehr Forte spielen. Schauen wir uns jetzt mal die Strophe hier an und hören mal kurz rein erstmal zunächst mal. Ist jetzt ganz okay, mir gefällt das prinzipiell ganz gut, allerdings ist es jetzt so, dass wir ja hier in den Chorus reinkommen und ich finde, hier fehlt es an Dynamik, ja, der Chorus wird nicht richtig eingeleitet, ja, und deswegen möchte ich jetzt hier einen Arrangement-Trick zeigen, den du in Verbindung mit den Session-Musikern hier machen kannst, nicht nur mit dem Session-Keyboarder übrigens. Und zwar mache ich jetzt zunächst mal Folgendes, ich möchte jetzt, dass er hier in der Strophe schon ein bisschen die Lagen so ein bisschen weiter nimmt oder zumindest mal jetzt hier. Und was ich als erstes mache, ist, dass ich die Strophe hier teile. Ja? Das heißt, ich schneide sie in der Mitte durch. Das ist nämlich jetzt der Trick. Und dann bauen wir uns hier so eine Art Pre-Chorus ein. Das heißt, ich lasse das jetzt hier mal so. Ja, wir gehen in der Komplexität und Intensität ein kleines bisschen nach unten. Hier möchte ich auch noch keine Fills. Und jetzt in unser Strophe Teil 2, den ich jetzt gerne eher so ein bisschen als Pre-Chorus hätte,
fahre ich jetzt sowohl die Komplexität als auch die Intensität schon mal ein kleines bisschen nach oben. Erlaube ein bisschen mehr Fills, da wird es nicht so viel passieren, weil es nur zwei Takte sind. Und dann schauen wir mal, was passiert, ob er uns jetzt besser in den Chorus reinleitet mit diesen Umstellungen hier. Schon besser. Jetzt ist es hier ein kleines bisschen zu wenig. Da müssen wir vielleicht schon mal hier schon ein kleines bisschen mehr Gas geben. Und ich finde fast, dass wir hier dann schon noch mehr Gas geben können. Ne? Wenn wir hier schon ordentlich Gas geben können, dass er hier reingeht. Dass er vielleicht noch ein kleines bisschen besser reinführt hier in den Chorus. Nochmal versuchen. Das ist im Prinzip auch wieder was, was du zu einem Session-Musiker sagen würdest. Ja? Spiel mal hier den Anfang von der Strophe noch ein bisschen zurückhaltender und versuch dann mal bitte im Pre-Chorus ein bisschen mehr Dynamik, Komplexität reinzubringen, damit wir sauber in den Chorus reinkommen, damit wir da eine Dynamik, einen Spannungsbogen aufbauen können. Und ich finde, das klingt jetzt schon recht natürlich, so wie es ein Studiomusiker eigentlich auch machen würde. Hören wir als nächstes mal in unseren Chorus rein, wie er momentan ist. Ich finde, da hat der Session Keyboarder schon einen ganz guten Job gemacht, aber trotzdem ist mir das ein bisschen zu wenig. Es ist ein bisschen, ist mir noch nicht dramatisch genug und außerdem ist es mir auch noch ein bisschen zu ähnlich zu den anderen Parts, vor allem rhythmisch. Und deswegen können wir jetzt auch noch versuchen, das komplette Preset zu wechseln. Also das ist Preset, kannst du dir so das Grundfeeling vorstellen von so einem Song, ne? Und wir haben jetzt hier im Moment Big Chords, das bedeutet, kann man sich schon vorstellen, dass er eher mehr die großen Akkorde schlägt, dass nicht ganz so viel Bewegung in der Sache ist. Das passt jetzt für so eine Ballade auch, aber jetzt im Chorus möchte ich ein bisschen mehr Alarm haben. Und da wechseln wir mehr auf Keep Moving, das impliziert so ein bisschen, dass die Sache hier ein bisschen wilder wird. Ja, ich sehe es auch schon. Und ich möchte dann auch, dass er die Lagen ein bisschen weiter fasst. Und er darf ja auch ruhig ein bisschen mehr Fills spielen. Außerdem möchte ich die Intensität natürlich viel höher haben hier, denn wir sind ja schließlich im Chorus. Und hören wir uns das mal jetzt an. Genau das Gegenteil machen und sagen, oh nee, wir wollen das ganz ruhig haben, dann würde ich vielleicht mal sagen, der Calm and Steady oder Gentle Ballad, das ist wahrscheinlich jetzt viel weniger, siehst du, das wäre das Gegenteil dann eher. Genau, aber ich möchte jetzt hier, mir gefällt hier die Alarmstufe rot hier besser. Was du auch machen kannst, wenn dir es zu langweilig ist, weil das geht jetzt ja über 8 Takte, wir könnten jetzt hier auch nochmal diesen Trick anwenden, die Region teilen und dann hier nochmal die ganze Sache krasser machen. Zum Beispiel die Komplexität steigern und so weiter. Mache ich jetzt aber nicht. Ich gehe hier nur mit der Fillstärke, der Fillkomplexität weit nach oben, weil es ja relativ lang spielt. Und dann würde ich sagen, wenn wir das jetzt hier haben, kontinuierliche Achtel hier unten, vielleicht hier auch mal komplex, habe ich jetzt vorher noch nicht probiert, dann ist vielleicht auch ein bisschen zu wild, aber probieren wir nichtsdestotrotz jetzt mal unser ganzes Arrangement anzuhören und du siehst, ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier rumgemacht haben, ich habe auch noch gesprochen, das sind jetzt maximal, wahrscheinlich nicht mal 10 Minuten gewesen, wo ich jetzt hier schon eine komplette Performance hier kreiert habe. Thank you.
Ich finde es schon beeindruckend, in was für einer kurzen Zeit man hier eine recht brauchbare und recht realistische Piano-Performance hier kreieren kann. Eine Sache möchte ich noch sagen. Es kann passieren, habe ich festgestellt, als ich hier rumprobiert habe, dass du Probleme bekommst bei den Übergängen. Manche möchten einfach nicht so richtig funktionieren oder klingen dann komisch. Und wenn du dir dann sicher bist, dass du diese Performance so haben möchtest, aber du möchtest hier wirklich eingreifen, genauer eingreifen, dann kannst du natürlich auch immer, wenn du über Control-Click oder Rechtsklick hier drauf gehst, die ganze Sache in eine MIDI-Region konvertieren und kannst hier nochmal genauer eingreifen. Zum Beispiel haben wir hier jetzt eine Velocity von 124 und hier haben wir eine Velocity von 37. Wenn ich das nicht möchte, wenn ich sage, okay, das ist mir ein bisschen zu krass, dann könnte ich über den Velocity-Processor mit MIDI-FX-Plugin zum Beispiel die Range einfach einschränken. Ja, da könnte ich ihn zwingen hier, dass es nicht ganz so krass ist. Ne? Falls du da mit dem Intensity-Regler nicht zurechtkommst, kannst du es hier dann auch nochmal genauer bestimmen, zum einen. Und zum anderen kannst du, falls in irgendwelchen Parts, falls irgendwelche Übergänge komisch klingen, die kannst du dann hier auch nachkorrigieren, ganz normal im Piano Roll. Das nächste, was du natürlich auch noch machen kannst, ist, du bist hier nicht gekoppelt an die Studio-Musiker-Instrumente. Das heißt, ich kann jetzt hier auch die Bibliothek öffnen und kann selbstverständlich dieses Instrument auch auswechseln. Ja, nehmen wir mal hier das Vintage Electric Piano her. Zum Beispiel hier gibt es Stage Mark 2, ist ganz gut. Und dann habe ich das Instrument jetzt auch noch direkt ausgewechselt und er spielt eben jetzt hier nicht mit einem Piano die Performance, sondern mit einem E-Piano. Du siehst also, mit dem Session Keyboard oder mit dem Studio Piano hast du einen neuen Studiomusiker mit dazu bekommen, der sehr versatil ist und der dir nahezu alle Wünsche als Produzent erfüllen kann. Was sagst du zu diesem neuen Studiomusiker? Wie gefällt er dir? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Falls du neu bei Logic bist, falls du vielleicht von einer anderen DAW umgestiegen bist und du möchtest noch mehr Tipps zu Logic Pro 11 haben, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Da gibt es hier 10 Workflow-Tipps, wie du Logic für dich optimal einstellst und wie du deinen Workflow in dieser DAW massiv beschleunigen kannst. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Ich wünsche dir jetzt weiterhin viel Spaß beim Experimentieren mit Logic Pro 11. Schickt dir im Moment noch viele Grüße aus Asien und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!